Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns die gelesenen Bücher von mir an. Wir sind mittlerweile schon in der Kalenderwoche 37. Es ist wirklich total verrückt. Es ist jetzt schon, geht gegen Ende des Septembers zu. Ich finde wirklich verrückt, wie schnell jetzt die Zeit so im Spätsommer, Frühherbst irgendwie gestartet ist und also wie schnell das vergangen ist und ja, bin da total überrascht. Ja, was gibt's in der Woche zu erzählen, dass ich eigentlich ein Hangout hatte, geplant war auf YouTube, der so nicht stattgefunden hat, dafür ihr aber ein Video gesehen habt, das erzähle ich später ein bisschen. Dann habe ich eine Serie angefangen und gefühlt nach 1,5 Folgen auch irgendwie wieder beendet, da werde ich auch ein bisschen was erzählen. Und ich habe 4 Bücher gelesen und wobei das eine ist eher ein kleines, zartes Buch, aber insgesamt sind es von der Menge zumindest 4 Bücher und ich glaube, mit denen fangen wir jetzt auch einfach an. Gestartet hat meine Woche mit Kintsugi von Miko Sophie Kühme. Das ist ein Buch, was auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand und ich wollte zumindest eins der Bücher, die mich sehr angesprochen haben, gelesen haben. Dann habe ich endlich wieder einen neuen Jeffrey Archer gehört und zwar Schicksal und Gerechtigkeit, der Auftakt einer Dilogie und ich habe dieses Hörbuch weggesuchtet. So viel kann ich verraten. Dann wurde es weihnachtlich. Und zwar mit Himmel-Donnerglöckchen von Jasmin Zipperling, ein Kinder-Weihnachtsbuch, was ich in Vorbereitung des Hangouts sozusagen auch gelesen habe, was es in dieser Woche dann auf Instagram gab. Ihr werdet das Video jetzt, glaube ich, am Dienstag sehen hier auf YouTube und könnt unserem Gespräch da lauschen. Und das letzte Buch der Woche habe ich dann Sonntagnacht beendet und das ist der zweite Teil von Erebos von Ursula Poznanski, auf das ich sehr, sehr gespannt war und ich finde es auch von den Farben sehr cool. Es beißt sich vom Gelbton so ein bisschen mit meinem Pulli, aber ja, na, nichts für die Optik, aber ja, es interessiert keinen, aber ja, ihr wisst ja, ich schweife da manchmal ein bisschen aus. Aber wir fangen natürlich der Reihe nach an mit Kintsugi von Miko Sophie Kühme. Das ist das erste Buch, was ich dieses Jahr von der Longlist des Deutschen Buchpreises gelesen habe und bisher auch das einzige. Die Autorin ist relativ jung, fand ich, 1982 geboren, was ich wirklich faszinierend finde, wie man in dem Alter dann auch schon so ein Buch schreibt, dazu aber später mehr. Ich hatte ja das Hangout mit Björn Lauer, der ja aktuell Juror ist des Deutschen Buchpreises. Es hat ja leider mit dem Hangout nicht so sein sollen. Ihr könnt euch aber das Gespräch, was wir dann auf Instagram geführt haben, nochmal ansehen auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich es dann am Dienstag, glaube ich, auch hochgeladen. Schaut einfach mal in die Infobox. Ich packe euch das Video rein. Da könnt ihr vielleicht so in 2, 3 Schüben euch das Gespräch, was glaube ich knapp 2 Stunden dauert, auch einfach nochmal ansehen. Mich hat das Thema von Kintsugi sehr angesprochen, auch das Cover fand ich sehr spannend und zudem auch der Titel. Der Titel hat ja die Bedeutung, beziehungsweise ist eine japanische Kunstform, um gesprungene Keramik zu reparieren und man vergoldet das in der Regel und bekommt dadurch etwas Unikatvolles und Schöneres heraus, obwohl eigentlich etwas kaputt ist. Und ich habe von Kintsugi, ich weiß nicht, vor 2, 3 Jahren schon mal was gehört und auch mal irgendwas gelesen, wo es um dieses Denken von etwas Zerbrochenen wieder heil zu machen und danach ist es schöner in übertragenen Sinne gegangen ist. Und umso schöner fand ich, dass ich dieses Buch dann auch irgendwie entdeckt habe. Ja, der Roman erzählt die Geschichte von 4 Menschen, die sich schon sehr, sehr lange kennen und auch lieben. Wir haben zum einen den Dozenten Max und den Künstler Reik, die sind bereits seit 20 Jahren ein Paar, weigern sich so ein bisschen einer Ehe zuzusprechen, stehen aber zueinander und lieben sich wirklich heiß und innig. Zudem treffen wir auf Tonja und Pega und da haben wir Vater und Tochter. Und Tonjo ist schon sehr lange mit den beiden anderen Männern befreundet und alle drei haben auch so ein bisschen eine gemeinsame Vergangenheit und haben dann auch Pega im Grunde so mit als Onkel und Vater oder als Onkels und Vater großgezogen. Ja, Pega ist nun schon etwas älter und wohnt mittlerweile auch alleine und alle 4 treffen sich jetzt nur nochmal an einem Wochenende in einem Haus an der Brandenburgischen See, ich habe den Namen vergessen, und besprechen so ein bisschen oder gedenken sich so manchem Thema.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe etwas anderes von dem Buch erwartet. Wenn man den Klappentext liest, hatte ich gefühlt einfach eine ganz andere Erwartung an diese Geschichte und war dann positiv überrascht, was mich doch für an Vielzahl an Themen und auch tiefgründigen Themen mich da irgendwie erreicht haben. Wir haben hier wirklich von Liebe über Eifersucht, über Erwachsenwerden, auch das Erwachsensein, den Sinn im Leben und auch das Loslassen haben wir gefühlt wirklich alles mit dabei. Einfach da wir unterschiedliche Menschen haben, die auch an unterschiedlichen Stellen in ihrem Leben irgendwie stehen. Und das Besondere ist, das fand ich wirklich sehr gelungen, war, dass wir alle vier Perspektiven erzählt bekommen. Und so erfahren wir über einen Erzählstrang von einem anderen doch nochmal ja eben eine andere Perspektive zu dem Erzählstrang von dem einen. Ich hoffe, das hat jetzt Sinn gemacht. Und das fand ich wirklich sehr spannend. Zudem haben wir wirklich Gedankengänge von jetzt, haben aber natürlich auch Rückblicke in die Vergangenheit. Und es wird eben so wirklich wunderbar reflektiert, wie die vier so miteinander und auch eben einzeln ticken, zusammengehören, was sie verbindet, was sie trennt und auch was eben so das Leben aus ihnen gemacht hat. Und das fand ich unglaublich spannend erzählt, sehr tiefgründig, sehr tiefsinnig auch. Und so manchen Gedanken konnte man sehr gut nachvollziehen und bei anderen hat man erstmal so einen Moment gebraucht, hat darüber nachgedacht und ich habe mich da sehr gut einfinden können. Auch die Kindheit der Erwachsenen Erwachsenenzeit natürlich auch, wird auch ein bisschen mit beleuchtet und bringt uns wirklich auch so die Vergangenheit der damaligen Zeit näher und zeigt uns natürlich, dass das Leben nicht einfach nur ein Zeitfenster ist, in dem wir uns begegnen, sondern wir eben zu dem Menschen werden, der wir sind, durch alles Mögliche im Leben. Das ist ja zum Beispiel was ich an der Serie This Is Us so großartig finde, dass eben verschiedenste Dinge in unserem Leben irgendwie uns geprägt haben. Und man kann nicht immer sagen, dass dieses Ereignis etwas anderes ausgelöst hat, wie es bei This Is Us ja oft zueinander gehört, aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Aber es ist tatsächlich so, dass das Leben eben nicht nur die 200 Seiten sind, die ein Buch füllt, sondern auch davor was passiert und durchaus danach. Ich fand es auch sprachlich sehr gelungen. Ich habe am Anfang so einen Moment gebraucht, um reinzukommen, weil manche Sätze schon ein bisschen sehr lang und meiner Meinung nach auch ein bisschen zu kompliziert waren, beziehungsweise ich auch fand, dass die Autorin an mancher Stelle einfach zu viel will. Also sie wollte, hatte ich manchmal den Eindruck, alles irgendwie richtig machen, ein bisschen hochtrabender machen, um so mit aller Gewalt einfach etwas zu schaffen, was es so vielleicht noch nicht gibt. Und ich fand das gut, ich konnte mich einfinden und habe auch viele Emotionen mitfühlen können. Wie gesagt, an mancher Stelle war es mir einfach ein bisschen too much, wo ich dachte, ha, jetzt die Schippe hätte es für meinen Geschmack einfach gerade nicht mehr gebracht. Zudem finde ich, dass die Geschichte und auch das Leben und das Aufeinandertreffen sehr bildhaft, lebendig erzählt ist. Man hat eine ganz wunderbare Atmosphäre, in die man sich einfinden kann, in die man irgendwie dazugehört, wo man einfach auch alle vier Charaktere näher greifen kann. Und ich fand das wirklich gut gemacht. An mancher Stelle war der Flow, der Fluss und das Gleichgewicht vielleicht ein bisschen unterbrochen oder fehlte. Aber ich fand die Geschichte wirklich sehr schön. Also mir hat die gedanklich und emotional sehr viel gegeben. Sie hat mich abgeholt, mitgenommen und auch so ein bisschen, ja, ich sage jetzt nicht lost, aber so, ja, so ein bisschen zurückgelassen mit dem Gefühl, irgendwie, ja, jetzt geht das Leben halt auch wieder weiter, ne? Also das fand ich wirklich großartig gemacht. Ich habe mir auch ein Zitat rausgeschrieben, was ich sehr schön fand und ich auch fand, dass das so ein bisschen zu meinem Ordnungswahn durchaus stimmt. Denn noch einer der Charaktere hat einen Ordnungswahn und es heißt hier so schön, Ordnung ist eine Salbe, die mich von innen mit einer ätherischen Schutzschicht umhüllt. Fand ich wunderschön und passt auch einfach so perfekt gefühlt zu mir. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und habe die Sätze um diesen Ordnungswahn auch so ein bisschen verinnerlicht und gedacht, okay, so scheint es sich dann für andere Menschen in meiner Gegenwart anzufühlen. Obwohl, also ich bin bestimmt nicht pedantisch, aber es muss schon so eine gewisse Spur von Ordentlichkeit haben. Endlich kam ein neuer Jeffrey Archer. Während in der letzten Zeit ja einige Bücher von ihm erschienen, die ja nur Neuauflagen von Altbekannten war, gibt es nun endlich die Warwick-Saga, die beginnt mit Schicksal und Gerechtigkeit. Und der zweite Teil wird dann auch schon im März kommenden Jahres erscheinen. Also circa ein halbes Jahr müssen wir darauf warten.
Und ich habe mich mega, mega gefreut, dass endlich wieder ein Original-Archer kommt, ein neuer Archer nach der Hansen, nein, nach der Clifton-Saga. Wie komme ich denn immer auf die Hansen-Saga? Nach der Clifton-Saga im letzten Jahr, die seht ihr aber, glaube ich, da oben nicht. Nein, bin ich ja süchtig nach Jeffrey Archer geworden, war ja dann ein bisschen enttäuscht vom dritten Teil von Cain und Abel, beziehungsweise fand ja Teil 1 und 2 noch richtig gut. Und dann kamen eben nur Geschichten heraus, die irgendwie überarbeitet wurden und ja, das fand ich gefühlt nicht so richtig gut, weil oftmals gar nicht hervorgegangen ist, dass das eigentlich schon eine alte Geschichte ist. Umso erfreuter war ich, als ja, jetzt endlich Schicksal und Gerechtigkeit wieder was Neues erschienen ist und es wird auch gesprochen von Richard Barenberg. Und ich habe den ja schon bei der Clifton-Saga abgöttisch geliebt und ich liebe diese Stimme wirklich sehr. Also Richard Barenberg kann für mich gefühlt auch alles vertonen, vom Telefonbuch über irgendwelche Rezepte. Das ist, glaube ich, komplett egal, mit seiner wunderbaren, tiefen, markanten Stimme, die auch noch wunderbar veränderlich ist, schafft er es, mich wirklich gut zu unterhalten. Und das möchte ich einfach voranbringen, weil ich schon finde, dass ein Sprecher sehr viel dazu beiträgt, ob man ja einem Hörbuch oder einem Hörspiel eben folgt oder nicht. Und ich finde einfach, dass Richard Barenberg die wunderbare Erzählstimme, die Jeffrey Archer in seinen Geschichten schafft, auch wunderbar einfach rüberbringt. Die Geschichte selbst beginnt Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre und wir treffen auf William Warwick, der Sohn eines sehr einflussreichen Anwalts ist, doch er weiß seit Kindertagen, in die Fußstapfen will er eigentlich nicht treten, er will Polizist werden. Und so macht er ja seine Ausbildung und versucht sich da tatsächlich ja einen Namen zu machen, erfolgreich zu sein und steckt wirklich sehr viel Kraft in seine Karriere. Wir begleiten ihn so ein bisschen bei einer Art Kunstdiebstahl, würde ich es jetzt einfach mal nennen, das und so dieser Fall, der uns eben auch so den ganzen ersten Teil jetzt dieser Geschichte auch so ein bisschen beschäftigt. Es geht aber hier nicht nur um William Warwick, der eben seine Karriere irgendwie bei der Polizei beginnt und so vom reichen, schnöseligen Anwalt so und so ein bisschen ins Leben geworfen wird, mit normalen Menschen agieren muss, sondern es geht natürlich bei William Warwick auch darum, dass er erwachsen wird und ja, auch sein Privatleben irgendwie ja, so ein bisschen zusammenbringen muss. Der eine Freundin findet, der so ein bisschen auch in Konkurrenz, sage ich mal, mit seiner Schwester steht, die eben durchaus doch in die Fußstapfen des Vaters tritt. Und ja, wie auch so dieses Zusammenspiel ist, wie sehr sich Privates und Berufliches vereinen, aber eben auch getrennt werden muss. Ja, das erzählt uns William Warwick und das macht Jeffrey Archer in einer grandiosen Art und Weise. Ja, ich bin wieder im Archer-Feeling, ich dachte ja, so nach der Clifton-Saga wird mich gar nicht mehr viel von ihm begeistern können, weil ich die Clifton-Saga einfach durch diese vielen sympathischen Charaktere und auch die verschiedensten Perspektiven, die wir hatten, also wirklich rundum mich begeistert hat. Natürlich hatte diese Saga bei 7 Teilen auch mal ein bisschen einen schwächeren Moment und wieder stärkere, gar keine Frage. Aber ich bin ein Fan der Clifton-Saga und umso schöner fand ich es, als wir hier in William endlich wieder einen super sympathischen Protagonisten bekommen und natürlich auch alle anderen Charaktere, die einen so in den Bann ziehen und es ist einfach wieder fesselnd geschrieben. Es hat irgendwie eine sehr spannende Story, es hat viele Nebengeschichten, die auch mit Spannung uns versorgen und so. Es ist nicht eine Geschichte, die irgendwie eine Zeit beschreibt oder eben auch nur einen Charakter, sondern es sind so viele kleine Geschichten wieder in so einer großen. Und das ist auch sprachlich von Jeffrey Archer wieder sehr bildhaft, sehr flüssig, sehr angepasst, sehr detailreich und wirklich einfach, ja, es reißt einen einfach so mit. Also man kann sich gefühlt dagegen gar nicht wehren, dass einen die Geschichte nach einer halben Stunde, Stunde mitreißt und man eigentlich nur noch an den Lippen von Richard Barenberg hängt. Und ich bin da wirklich Riesenfan. Also ich liebte diese Geschichte, ich liebte den Auftakt dieser ersten Folge, des ersten Teils dieser Reihe. Freue mich mega auf Band 2. Und all diese Komponenten, dass wir hier Charaktere haben, denen wir gerne wieder folgen, dass wir eben auch so ein bisschen, ja, was alles so dazugehört, zu der Polizeiausbildung, zu einem Anwalt, was für Fehler auf der Welt passieren können, was so drumherum sich entwickelt, das schafft einfach Jeffrey Archer wieder wunderbar zu beschreiben und er schafft es einfach nicht nur zu erzählen, sondern einen mitzunehmen. Und das, ja, auch das Familienleben, auch diese Twists und diese Einigkeit, die aber ist, dass man am Ende doch vielleicht irgendwie an einem Strang zieht und miteinander geht, das hat er für mich wieder perfekt rübergebracht und es kommt nicht ganz an die Clifton-Saga ran, aber ist auf jeden Fall eine wunderbare Geschichte und
Ja, ich habe wirklich die Woche gefühlt nur Hörbuch gehört, kaum Podcast oder irgendwie was anderes gehört, weil ich so begeistert und fasziniert war und immer wieder wissen wollte, wie geht's weiter, was passiert jetzt, und ich immer wieder angetan war. Und leider war es auch ein Hörbuch, das mir den Schlaf raubte. Also ein Hörbuch, bei dem ich nicht groß einschlafe, sondern wirklich ja, zuhören muss. Und dann eher auch aufwache bzw. munterer werde, weil es so, so eine unterschwellige Spannung ist, die Jeffrey Archer wirklich großartig macht. Also für mich wieder ein absoluter Highlight Archer. Ich freue mich mega auf den zweiten Teil, den ich auf jeden Fall auch hören werde, weil ich liebe eben auch einfach Richard Bachenberg. Und ich glaube, ich muss mal gucken, welche Hörbücher der noch so spricht, weil ich finde wirklich, dass der das großartig macht und ich dem super gerne lausche. Und auch, ja, auch überhaupt diese Erzählstimmen, nicht nur die Archer schafft, sondern auch wirklich Richard Bachenberg. Also großes, großes Bücherkino, ganz tolles Hörbuch und wieder eine wunderbare Geschichte. Und wer die Clifton-Saga toll fand, wird, denke ich, auch die Warwick-Saga lieben. Und ich ja, freue mich auf den zweiten Teil. Und dann ist die Geschichte auch schon wieder zu Ende. Es ist irgendwie, ja, für mich ist auch der Auftakt tatsächlich ein Buch, was ich mir durchaus vorstellen könnte, als Taschenbuch nachzukaufen. Ja, einfach, dass das dann auch so als Highlight Jeffrey Archer in meinem Clifton-Saga-Regal sozusagen steht. Ja, manche wissen es ja, mein Bücherregal soll ja irgendwann nur noch Highlights beinhalten und ungelesene Bücher. Und ja, von daher kaufe ich mir ja durchaus auch mal E-Books und Hörbücher sozusagen nach, um sie als echtes Buch dann auch im Regal zu haben. Und ja, großes Bücherkino hat mir sehr, sehr viel Lesespaß gebracht. Mit etwas ganz anderem ging es dann weiter. Und zwar habe ich Himmel-Donner-Glöckchen von Jasmin Zipperling gelesen. Ja, ich weiß, ich habe keine Kinder und ja, es ist auch mitten im September. Was hat mich wohl geritten, ja, dieses Buch zu lesen? Zum einen hat es mir die liebe Jasmin zur Verfügung gestellt und zum anderen hatten wir am Dienstag einen ja, Instagram-Talk, den ihr voraussichtlich am Dienstag dann auf YouTube hier sehen werdet. Und ich verlinke auch ihren Kanal und natürlich alle Buchinfos von allen Büchern auch unten in die Infobox. Und so wurde es für mich Zeit, mich bei 25 Grad und Sonnenschein, ja, so ein bisschen ins weihnachtliche, winterliche Abenteuer zu stürzen. Und ja, ich lese immer mal wieder Kinderbücher. Ich finde das sehr schön. Ich lese auch gerne, ich sag jetzt mal, befreundeten Kindern sozusagen Bücher vor und war sehr gespannt, was Jasmin hier ja, so ein bisschen bereithält mit Himmel-Donner-Glöckchen. Ich kenne Jasmin im Grunde nur erstmal von Insta und YouTube. Wir haben uns noch nicht live getroffen, aber ich denke mal, auf irgendeiner Buchmesse werden wir das nachholen. Und ich finde sehr schön, dass es nicht nur das Hardcover gibt, ich glaube genau für 17 €, sondern es gibt auch die Taschenbuchvariante für knapp 9 €. Und das finde ich für ein Kinderbuch auch wirklich absolut in Ordnung. Und wer eben nicht diese schöne Hardcover, also es fühlt sich einfach schön an, ne? Wer nicht die schöne Hardcover-Variante vielleicht möchte oder auch sagt, ja, Kinder, Taschenbuch, das reicht, ja, der hat hier auf jeden Fall die Auswahl. Zudem ist es für mich natürlich auch noch signiert worden. Ich habe euch das auch auf Insta gezeigt und ich habe mich sehr gefreut. Ja, wir treffen auf Hopsi, die wir hier vorne auch schon treffen. Und sie ist, ja, wie man unschwer erkennen kann, eigentlich eine Häsin. Nein, sie ist nicht eigentlich eine Häsin, sie ist eine Häsin. Und ihre Schwester ist gerade die Oberosterhäsin geworden. Und man erwartet jetzt von ihr, dass sie aufmerksam ist und zur besten Mit-Osterhäsin wird, die es überhaupt gibt. Doch Hopsi, ja, ist alles andere als eine vorbildliche Häsin, denn sie ist ungeduldig, ungeschickt, zappelig und ja, wird da so ein bisschen von den anderen auch geärgert bzw. auch gehänselt. Und zufällig trifft sie auf den Weihnachtswichtel Michi. Und ja, eigentlich weiß sie gar nicht so richtig, was Weihnachten ist. Sie kennt ja auch nur Ostern. Und ja, er nimmt sie unbeabsichtigt mit ins Weihnachtsdorf. Und da lernt Hopsi Weihnachten kennen und ja, verschiedene andere ja, Wichtel und Helfer des Weihnachtsmannes und lässt sich da auch so ein bisschen verzaubern. Und recht schnell merken wir ja nicht immer das, was ja, uns gesagt wird, wie wir sind oder wie wir sein sollen, ist auch richtig. Und dass man so ein bisschen seinen eigenen Weg finden und auch dann gehen muss.
Ja, es ist natürlich eine Kindergeschichte, dementsprechend auch nicht allzu dick. Hat wunderschöne Illustrationen. Also man sieht es bereits hier am Cover, wie wunderschön die Bilder sind. Auch innen drin sind sie alle farbig und ich finde es toll. Es ist detailverliebt, es ist wirklich ganz niedlich gemacht und viele kleine Details, die man wahrnimmt, die man zeigen kann, die man mit Kindern auch besprechen kann. Und ich finde es total niedlich gemacht. Auch die Charaktere sind... ach, absoluter Zucker. Sie sind sympathisch, niedlich, süß, nachvollziehbar und es ist einfach richtig schön, wie die miteinander umgehen und man schließt Hopsi und auch Michi und alle anderen ganz, ganz schnell ins Herz und denkt sich, warum sollte eigentlich nicht eine Häsin tatsächlich auch irgendwie eine Weihnachtshelferin werden? Die Message vom Buch, und das interessiert wahrscheinlich alle Erwachsenen, die jetzt vielleicht gut zugehört haben, da ja das Buch was für Kinder ist, finde ich wunderbar, fand ich sehr gut herausgearbeitet, ich fand die Geschichte spannend, flüssig, leicht erzählt, sodass Kinder sie nicht nur vorgelesen bekommen, sondern ich denke auch etwas größere Kinder sie dann auch allein lesen können. Und ich finde es einfach schön, dass so ein Buch eben auch einfach sagt, sei wie du bist, geh nicht immer den Weg, der dir irgendwie scheinbar vorgelegt wird, sondern mach dein Ding und was woanders irgendwie nicht passt, passt dann doch irgendwie wieder. Und ich fand das richtig schön. Es wird auch einen zweiten Band im nächsten Jahr geben, da stand auch hinten schon der Name drin. Zickiger Zuckerguss, Hopsis Abenteuer in der Weihnachtswerkstatt. Zudem haben wir hinten auch ein Rezept für Hopsis Zimtsterne und die Zimtsterne hat ja Jasmin auch dem Blogger-Paket beigefügt und ich kann nur so viel verraten, dass die sehr, sehr lecker waren. Ja, also auch im August waren Zimtsterne irgendwie lecker. Ja, das zum Thema, ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung, aber nach dem Buch war ich das und fand es wirklich zuckersüß und ja, also wer Kinder hat, wer Kinder beschenkt, wer gerne vorliest, ich finde, das ist wirklich ein ganz bezauberndes Märchenbuch und ich freue mich schon in der Vorweihnachtszeit dem einen oder anderen Kind die Geschichte vorzulesen und ich glaube es auch so ein, zwei Kindern unter den Weihnachtsbaum zu legen, ja, die sich dann eben auch daran erfreuen können, länger was von dem Buch zu haben. Ja, absolut süß, absolut Zucker und wirklich zu empfehlen. Ja, alles Weitere denke ich dann am Dienstag werde ich das Video hochladen, unseren kleinen Talk, den wir auf Instagram hatten. Und dann könnt ihr Jasmin da auch nochmal im Gespräch einfach sehen oder guckt auch einfach in ihren YouTube-Kanal, den packe ich euch auch unten in die Info. Und dann ging es endlich weiter mit Erebos 2 von Ursula Ponsnanski. Ich glaube, es ist fast 10 Jahre her, dass der erste Teil erschienen ist. Viele haben immer wieder gesagt, Mensch, die Autorin sollte unbedingt einen zweiten Teil schreiben. Ich habe den ersten Teil, ich glaube, vor knapp 2 Jahren gelesen, habe ihn gefeiert, fand ihn großartig. War, soweit ich mich erinnere, auch mein erster Ponsnanski, wenn ich mich nicht täusche. Danach folgten noch einige Jugendbücher von ihr, die ich gelesen habe. Ich habe tatsächlich noch kein Erwachsenenbuch von ihr gelesen, was ich unbedingt mal tun sollte. Dadurch, dass die hier ja auch irgendwo... auf dem Sub liegen. Ja, irgendwie keine Ordnung im Bücherregal, das kann auch schon mal passieren. Ich finde das Cover sehr gelungen in diesem giftigen Gelb. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Der erste Teil ist ja rot oder war rot. Ah, das sieht man jetzt hier hin nicht, weil schwarz-weiß. Und es gibt jetzt diese Neuauflagen, das ist jetzt keine limitierte Edition, weil da wäre der Buchschnitt irgendwie farbig. Ich habe vom Löwe Verlag, ich sage jetzt mal, das einfache Hardcover zugeschickt bekommen, womit ich total zufrieden bin, denn auch das hat schon irgendwie eine coole Haptik und hat sich auch sehr cool lesen lassen, ohne dass man irgendwie einen komischen Abdruck hinten hat oder sonstigen, weil das wirklich fest ist. Wir treffen in Erebos 2 auf bekannte Charaktere, die wir aus dem ersten Teil kennen und... erfahren am Anfang vom zweiten Teil durchaus ein bisschen was vom ersten Teil. Also es hilft auf jeden Fall, wenn man den ersten Teil von Erebos kennt. Man muss sich nicht haargenau an alles erinnern, denn man bekommt so die ein oder andere Stütze durchaus erzählt, was damals passierte. Und wir treffen wieder auf Nick, den wir schon kennen, der als Jugendlicher doch schon in die Fänge von Erebos geraten ist und auf einmal taucht das Computerspiel wieder auf, nämlich diesmal auf seinem Smartphone als eine Art Hack und Erebos ist eben zurück. Und diesmal scheint es auch noch härter und unnachgiebiger zu sein als beim ersten Mal. Wir begleiten auch Derek, den wir zum ersten Mal treffen, der auch das erste Mal überhaupt was von diesem Spiel sieht und erlebt, wenig hinterfragt und dann doch irgendwie so ein bisschen dadurch auch die Spannung reinbekommt. Ich möchte gar nicht so viel zum zweiten Teil erzählen, weil man würde natürlich was vom ersten Teil spoilern oder
würde vielleicht schon zu viele Hinweise geben. Erebos ist ja im Grunde irgendwie ein Computerspiel gewesen, was einen in den Bann gezogen hat, indem man im Grunde auch irgendwie Rollen eingenommen hat. Und jetzt spinnt Ursula Ponsanski die Geschichte eben weiter, dass es nicht nur am Computer passieren kann, sondern eben auch am Handy. Und welche Möglichkeiten am Smartphone durch eine App eben möglich sind, sind gruselig. Das muss ich ganz klar sagen. Mir hat der erste Teil damals sehr, sehr gut gefallen. Und ich muss auch sagen, dass mir der zweite Teil sehr gut gefällt. Er kommt für mich gefühlsmäßig nicht so richtig an den ersten Teil ran. Ich bilde mir ein, dass ich den ersten Teil doch von Anfang an spannender fand, denn der zweite Teil beginnt doch so im ersten Drittel ein bisschen langatmig. Also bis man so ein bisschen reinkommt, bis so das erste so ein bisschen passiert und bis es so ein bisschen losgeht, ist gefühlt wirklich schon so ein Drittel irgendwie rum und dann kommen so die spannenden Momente. Es war wirklich ab manchen Momenten sehr spannend, actionreich, schnell, schlüssig und auch von Ursula Ponsanski wirklich sehr, sehr gut erzählt. Man muss natürlich dazu sagen, dass man hier eine Art Jugend-Science-Fiction-Thriller irgendwie hat und man muss da natürlich seine, ja, die Erwartungshaltung ein bisschen irgendwie anpassen, eben ins Jugendbuch. Dennoch finde ich es gut. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch geworden, weil ich finde, dass Ursula Ponsanski es eben schafft, Spannung zu bringen, aber auch die Charaktere lebendig zu wirken zu lassen, mit einem mitzunehmen, die näher zu bringen, die ja tiefgründig aufzubauen und dass man wirklich dann auch mit den Charakteren mitfiebert. Das hat sie für mich auch hier im zweiten Teil absolut geschafft. Mich hat das Buch nach dem etwas langatmigeren ersten Drittel sehr gut unterhalten, sogar so gut, dass ich wirklich Sonntagnacht auch dann erst das Licht ausmachen konnte, als ich es beendet habe, weil ich es dann wirklich so die letzten 150 Seiten gefühlt wirklich so in einem Schwupps irgendwie weglesen musste. Auch die Auflösung fand ich sehr gelungen. Ob ich wirklich diese Art Ende gebraucht hätte, weiß ich jetzt nicht, aber ich fand es dennoch gut. Ich glaube, ich fand das Ende so vom ersten Teil ein bisschen spezieller. Ich weiß tatsächlich auch nicht, und die Frage stellen sich ja viele in der Community und überhaupt in der Buchwelt, war es überhaupt notwendig, einen zweiten Teil zu schreiben? Darüber lässt sich natürlich durchaus streiten. Ich finde tatsächlich gut, dass sie diese Idee, die sie vor 10 Jahren hatte, mit dem Computerspiel weitergesponnen hat, mit Smartphone, mit einer App und was eigentlich so ein Smartphone für sich inne hat. Und ich glaube, dass so mancher Jugendliche vielleicht nicht immer so begreift oder umreißt, was eigentlich ein Smartphone für eine Waffe sein kann. Also nicht im Sinne von, ich erschieße jemanden, aber ihr wisst. Und ich finde das gut, dass das so ein bisschen deutlich und natürlich überspitzt wird. Also ich fand das toll. Ich fand es selbst an mancher Stelle sehr erschreckend, weil man sich vieler Dinge eigentlich bewusst ist, aber dann doch nicht klar ist. Und dann schrickt man schon mal so einen Moment zurück und denkt sich, aber gut. Ja, ich fand's gut. Mir hat's Spaß gemacht. Ich danke auch dem Löwe Verlag, dass mir das Buch zur Verfügung gestellt wurde. Und bin sehr gespannt auf den nächsten Ponsanski. Und vielleicht sollte ich auch tatsächlich mal einen ihrer Erwachsenen-Thriller oder ja, sind das ja dann, glaube ich, lesen. Vielleicht können die mich genauso begeistern. Ja, wie ihr seht, alles in allem eine sehr gelungene Bücherwoche, die mir wirklich gut gefallen hat, die mich unterschiedlichst unterhalten hat. Und wichtig ist natürlich immer, dass sie mich unterhält, also zumindest die Bücher. Ich habe auf Netflix eine neue Serie entdeckt, The Island, und fand es mega spannend, denn es ist wohl irgendwie so, zu Beginn der Serie, dass verschiedene Menschen, Charaktere auf dieser Insel stranden, nicht wissen, wer sie sind, wo sie sind, wie sie da hingekommen sind und was eigentlich so passiert. Und es erinnert an Lost und ja, gefühlt die erste halbe Stunde der Serie erinnert auch sehr an Lost, wobei man natürlich bei Lost zumindest wusste, dass es ein Flugzeugabsturz war. Also allen Verlorenen war klar, sie saßen in dem Flugzeug und es gab einen Absturz und sie sind jetzt auf dieser Insel irgendwo im Nirgendwo, weil eben der Flieger abgestürzt ist. Die wussten also doch ein bisschen mehr als die hier auf The Island. Doch da muss ich ehrlich sagen, passieren Dinge und damit meine ich gar nicht Dinge außerhalb des Menschlichen, wie sich Charaktere mal wieder verhalten, wo ich mich so frage, ja, ich hoffe, dass wenn ich irgendwann mal auf einer Insel strande, dass nicht das Zweite, was mir einfällt, ungewaschen wie ich bin, nass, von Salzwasser triefend, dass nicht der erste Gedanke sein wird, oh, der Typ ist aber heiß, dem muss ich jetzt unter den Wasserfällen
über den muss ich erstmal herfallen. Also ich hoffe inständig darum, um meinen klaren Verstand, dass das nicht meine erste Reaktion sein wird, sondern ob, dass ich mich um Essen vielleicht kümmere, um Getränke, also um Wasser. Gut, das hätte man jetzt bei dem Wasserfall gehabt. Ja, auf jeden Fall hat es mich da schon so der dritte Augenroller, wo ich dachte, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also Leute, wir sind, nein. Ja, es geht jeder anders mit Stress um und es ist bestimmt spannend zu sehen, wie andere irgendwie reagieren. Aber das, ja, ich hoffe einfach inständig, dass mir andere Dinge dann im Leben wichtig wären. Zudem war es unfassbar langweilig. Also ich habe so eine Folge geschaut und dachte, okay, ja, war jetzt irgendwie, hat mir noch nicht so richtig gepackt. Ich glaube, so die erste Folge ging so knapp 50 Minuten, war irgendwie, Du gibst der Serie natürlich so mal noch eine zweite Folge. Ich habe die aber dann auch nicht zu Ende geschaut und seitdem auch nicht mehr gedacht, dass ich das tun müsste. Ja. Was ich sehr schade finde, denn unter anderem spielt Alex Pettyfair mit. Den kennt man vielleicht aus In Time oder Beastly oder auch Ich bin Nummer 4. Ein Jungschauspieler mit sehr viel Talent, wie ich schon gefühlt vor 10 Jahren irgendwie fand. Leider hört man relativ wenig von ihm, wobei er in Time und auch in Ich bin Nummer 4 wirklich gut war, wie ich fand. Habe ich gedacht, ja, jetzt ist er hier mal ein bisschen erwachsener, ein bisschen härter unterwegs. Jetzt wird er zeigen, was er kann. Ja, ne, das war so mau. Auch eine ganz bekannte Schauspielerin, die auch bei Lost unter anderem, bilde ich mir ein, mitgespielt hat. Ich glaube, es war Lost. Ja, die mochte ich schon in Lost nicht. Leider hat sie mich auch nicht begeistert. Ich mag einfach oftmals in diesen Überlebensserien, und oft ist das ja auch bei Büchern so, diese Art Frauentyp nicht, die so knallhart gezeigt wird, ohne jegliche Emotion, ohne dass sie Dinge in Frage stellt. Einfach nur, ich nehme mir das Messer, ich nehme mir die Waffe und ihr Typen, ach, nein, es gibt diese Art Menschen, ich will das immer gar nicht verurteilen, weil jeder Mensch ist anders, aber ich kann mit dieser Art Dargestellten so, ja, ganz entgegen jeglicher Rollenverteilung, ich kann damit einfach nichts anfangen. Also ja, es gibt starke und selbstbewusste Frauen, aber muss man die immer so in ein merkwürdiges Klischee-Eck schieben? Also ja, ne? Also auch ich glaube durchaus, dass ich eine selbstbewusste Frau bin und dazu brauche ich kein Messer und keine Knarre und muss auch nicht irgendeinen Typen abchecken unter den Wasserfällen und wenn ihr versteht, wie ich das meine. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Eine Serie, die ich nicht weiter gesehen habe und das wahrscheinlich auch nicht tun werde. Aber es ist mir noch eine französische Thriller-Grusel-Horror-Serie irgendwie empfohlen worden. Ich glaube, in die könnte ich durchaus demnächst mal reinsehen. Beziehungsweise würde ich diese Woche auch sehr gerne noch in Downton Abbey gehen, in den Kinofilm. Aber vielleicht war ich das auch schon, wenn ihr die Bücher auch seht. Ja, es ist ja mal so ein bisschen Zeitverzug, aber vielleicht war ich schon im Kino. Das habt ihr dann vielleicht auf Instagram gesehen. Was ihr unten in der Infobox findet, wie auch zum Beispiel meinen Lovely Books Zugang, findet ihr da unten. Da seht ihr auch immer, was ich lese. Und ich packe euch natürlich auch alle Infos zu den Büchern einfach unten in die Infobox. Schaut da gerne mal rein. Und mehr habe ich jetzt auch gar nicht auf meinem Notizzettel stehen. Ich glaube, ich habe auch lange genug gelabert. Ich hoffe, dass euch das Video wieder gefallen hat. Welche Bücher ihr vielleicht gelesen habt oder gehört habt, habt ihr einen Lieblingshörbuchsprecher? Lasst mich das gerne wissen, würde mich sehr, sehr interessieren. Zum Thema Hörbuch wird es morgen am Sonntag auch noch was Kleines geben, also freut euch da noch auf ein kleines Infovideo von mir, von uns. Und seid da gespannt, was noch kommt. Und ich würde mich freuen, von euch in den Kommentaren zu lesen. Danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.